Ich hoffe, dass es nicht wirklich alles gerade so schlecht ausgeleuchtet, wie das hier aussieht. Also es ist so mit Schattenwurf und sonst was. Es ist aber erstaunlich hell, glaube ich. Aber ich denke, das ist schon ganz okay. Ansonsten müsst ihr halt mal eine Folge mit schlechter Beleuchtung auskommen. Ich meine, ich bin Amateur-YouTuber oder Streamer oder wie auch immer man mich betiteln mag oder Influencer. Was weiß ich. Jedenfalls bin ich das als Amateur. Heute haben wir etwas Großes vor, und zwar das Ende. Das Ende des Projekts. Im Grunde genommen ist der Satz, also ist der Ausdruck korrekt. Nur ist es nicht ganz das, was man jetzt vermuten könnte, eventuell. Wobei ich mich auch gerade frage, ob das, was ich heute vorhabe, überhaupt hinhaut. Weil ich gerade die dunkle Vermutung habe. Nicht wundern, dass da so ein komischer Rahmen drum ist. Der ist im Spiel. Erkläre ich gleich. Ich habe gerade die Vermutung, dass man, und das seht ihr jetzt gerade, dass man einen Endcake mit einem Cake craftet. Und für einen Cake brauche ich Milk. Und für Milk brauche ich das. Und ansonsten habe ich hier auch ein Egg. Ja, ich glaube, ich habe ein Egg aus den Scrapboxen auch bekommen, ne? Ah, warte mal, kann man Cakes nicht auch aus Scrapboxen bekommen? Mit 0,97%iger Chance. Dann. Achso, Entschuldigung, es könnte sein, dass mein Desktop-Audio gerade ein bisschen. Also, dass mein Dings hier ein bisschen. Also, dass meine Stereoanlage sich in meinem Mikrofon widerspiegelt. Das versuche ich in letzter Zeit irgendwie zu unterbinden. Übrigens sollte ich jetzt vielleicht auch langsam mal wieder normal laut sein. Ich kann es vielleicht ein bisschen hoch. Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe, das ist laut genug, weil ich enorm leise war. Das habe ich im letzten Video schon hochgestellt, und in den Streams bin ich aktuell auf einer Erhöhung, glaube ich, von 13 Dezibel. Also ich mache 13 Dezibel plus oder sowas. Und dann ist es erst normale Lautstärke. Ja, ich hoffe, das ist hier nicht der Fall. Übrigens stehen wir kurz davor, diese Erze wieder zu beenden. Diese Erzproduktion wieder umzubauen. Dazu aber am Ende des Videos mehr. Denn es ist tatsächlich ein Ende, insofern, dass wir uns anschauen, wie das Ende des Projekts überhaupt aussieht. Genau. Spoiler, es steht nicht im Questbuch. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist übrigens ein Maple Tree, der, ich weiß nicht, wie lange der da schon steht. Den hat man im Intro, glaube ich, nicht gesehen, außer vielleicht von hier. Ich habe das diesmal alles im Survival aufgenommen, übrigens. Ne, von hier sieht man es auch nicht wirklich, ne? Ja, gut, so ein bisschen. Man könnte es eventuell sehen, gehabt haben oder so, falls er da überhaupt schon da war. Gut, jedenfalls, heute haben wir das Ende vor. Das Ende in Minecraft. Achso, ich wollte gerade ein paar Scrapboxen holen. Also ein paar ist gut. Ich wollte eigentlich. Ich brauche zwei Cakes, deswegen. Ne? Brauche ich so ein bisschen Scrap. Tatsächlich. Und am besten hole ich mir auch, das passt ja perfekt, ein Crafting Table on a Stick. Weil man aus Scrap nämlich Scrapboxen machen kann. Und dann kann ich das einfach so machen. Zack. Und noch ein bisschen Schwups. Und dann kann ich mir wieder was rausnehmen. Genau, zum Beispiel so viel. Warum auch immer so viel? Es leckt auch ein bisschen. Ja, also, heute gibt es das Ende plus ein bisschen Blick in die Zukunft. Tatsächlich haben wir jetzt einen interessanten Cut, glaube ich, vor uns. Ich glaube, ich mache einfach kurz einen Cut. Also, wir sehen uns wieder, wenn ich diese Scrapboxen erfolgreich vertilgt habe. So, das war wahrscheinlich jetzt keine lange Pause. Aber das ist der Haufen. Ihr seht, ich sehe da ein Cake, da, oh, da noch ein Cake, da hinten war noch ein Cake. Also mindestens drei Cakes alleine hier drin. Und ich habe übrigens noch, also das ist noch ein Stack plus noch ein Stack. Das lasse ich ihn einfach mal machen. Bitteschön. Ihr braucht ja auch mal wieder Scrap. Das ist interessant, dass ich das ja unterbrochen habe, gerade um solche Scrapboxen machen zu können. Wobei ich gerade auch überlege, daher haben wir übrigens auch Pumpkins. Daher haben wir Pumpkins aus Scrapboxen. Und weil man daher so viel bekommen kann, unter anderem auch Diamonds,
Lace Rods sind seltener als Diamonds, okay. Super viele Wooden Hoes, Wooden Shovel, sonst was. Coal Dust, Gold Ore. Tatsächlich gibt es einige Ores, die man daraus bekommen kann. Genau. Ach, Erde bekommt man auch aus dem Void Resource Minern. Das ist ja interessant. Haben wir uns im Stream mal drüber unterhalten. Es ist sowieso alles im Moment ein bisschen schwierig, weil ich so viel streame, dass ich mit meinen Streams viel, viel vor den Folgen bin. Ja, diese Folge wird auch über eine. Ich habe eben die letzte Folge erst geschnitten. Das heißt, es ist schon. Ah, Eggs kann man da zum Beispiel auch rausbekommen, ganz genau. Ja, Ender Pearls habe ich auch eine gesehen. Ich weiß nicht, was eine Single-Use-Battery ist. Auf jeden Fall häufiger als ein Ender Pearl. Genau, Cake sogar auch nochmal echt. Ich glaube sogar häufiger. Deswegen glaube ich. Nein! Wir haben keinen Cake. Das ist interessant. Gut, dann haben wir aber Glück gehabt. Dass wir hier genau das. Ja. Dass wir hier so einige Items haben. So ein paar. Keks kann man nicht stacken. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant. Gut, ich würde sagen, wir packen die wieder da rein. Das praktisch ist, dass die meine Festplatten nicht vermüllen, weil die ja alle voll sind. Und deswegen keine verschiedenen Slots verbrauchen. Eine Enderperle, genau. Ein bisschen Dirt. Die Scrapboxen habe ich ja noch von eben. Die tun wir gleich wieder in das Teil. So. Also gleich nochmal dasselbe Spiel. Ihr seht das gerade hier, wie viel da aus Scrapboxen. Zwei Diamanten haben wir alleine bekommen. Das ist gar nicht so schlecht. Hier sind übrigens unsere zwei Cakes, aus denen wir dann praktischerweise diesen Endcake machen können. Da haben wir tatsächlich fast alles für, außer halt sechs Inner Eyes, aber die sind auch nicht so schwierig. Kann man die nur bis 16 stacken? Nein. Die kann man sogar bis 64 stacken. Das wusste ich nicht. Gut, hier ist ein Endcake, den brauchen wir gleich. Plus nochmal ein paar Ender Eyes übrigens. Also das ist gar nicht so schlimm, dass wir die jetzt gecraftet haben. Und dann geht's ab ins Ende. Das wird kein großes Ereignis, ehrlich gesagt. Also ja, ich besiege den Innerdrachen und so. Okay, ist ja cool, aber das wird wahrscheinlich gar nicht so krass. Tatsächlich könnte ich ihn wahrscheinlich mit krasserem Equipment auch schneller besiegen. Ich habe leider kein krasseres Equipment, ehrlich gesagt. Das ist tatsächlich wahr. Da war sogar noch ein Cake, tatsächlich. Ich habe kein krasseres Equipment. Also ich werde mich mit dem hier zufrieden geben müssen, auch mit einem Kürbis. Denn das Risiko gehe ich nun wirklich nicht ein, dass ich dann auch noch von Enderman geheimst werde. Apropos, wir können hier nochmal so einen schönen, kleinen, elektronischen Circuite machen. Wie gesagt, der ist ein bisschen teurer als eine Iridium Reinforced Plate. Ist sehr paradox, klar, aber naja, gut. Hier haben wir jedenfalls wieder ein bisschen mehr, hier Meta. Klar, der produziert aktuell eigentlich zu wenig. Klar. Aber egal, gut. Außerdem habe ich es wahrscheinlich noch gar nicht erwähnt. Nee, wahrscheinlich habe ich es nicht erwähnt. Also diese Produktion da hinten ist auf Witherskeletons umgestellt. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Ich weiß, also es ist alles ein bisschen kompliziert, falls man die Streams nicht so wirklich mitbekommt. Und für Leute, die sich das im Nachhinein angucken, muss das bestimmt auch eine Qual sein, meine Folgen, weil ich alles gerade ein bisschen verplant mache mit Folgen und Streams in einem. Im Moment gibt es aber wahrscheinlich keine Zuschauer, die Streams jetzt nicht so wirklich sehen. Und deswegen, ja, hier sammelt ihr aktuell Witherskeletons und müllt mir komplett alles mit Steinschwertern zu. Das musste ich schon das ein oder andere Mal wieder reparieren. Wir haben jede Menge Drop of Evils, die wir für nichts brauchen. Außer für die Upgrade Speed, die wir nicht brauchen. Und fürs Cursed Lasso. Und das Cursed Lasso brauchen wir, deswegen, das ist einer der Gründe, warum ich das gemacht habe, brauchen wir als Ghast für den Angel Ring. So. Tatsächlich. Aber wir haben hier auch 41 Wither-Skeleton Skulls. Und das heißt, wir haben Immortal Transformer. Der hat ganze Arbeit geleistet. Das kostet 250 Millionen EU. Aber wir haben hier unten. Der ist echt enorm langsam, das Jetpack. Wir werden uns bald eine Jetplate craften. Aber wir müssen jetzt erstmal das End machen. Gleich werde ich es wieder streamen. Also gleich, wenn ich das aufnehme. Also vor einer Woche habe ich gestreamt. Hier drin. Da sind vier Nether Stars. Aus denen können wir. Und zwar werden wir das auch. Das werdet ihr aber noch sehen. Deswegen muss ich da. Also das werden wir am Ende der Folge noch sehen. Und zwar werden wir daraus. Interessant. Jetzt hat es schon die Ressourcen. Okay. Bam, 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 badam, bam, bam, badam, bam, 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 bam. Die werden wir auch irgendwann mal craften. Den nicht. Den werden wir auch craften müssen. Aber die hier werden wir craften, um daraus die Dinger zu machen, weil wir Mob Factories bauen. Ja.
Wie gesagt, ihr werdet es am Ende nochmal sehen. Die werden wir uns mitnehmen, beziehungsweise eigentlich müssen wir uns die gar nicht mitnehmen. Ja, weil wir, warum nicht? Ne? Genau, hier bleibt übrigens nur noch Eisen übrig. Mehr ist hier nicht mehr. Genau. Wir haben viel vor und das werden wir alles im Stream machen. Dafür müssen wir aber endlich mal ins End. Und dann werden wir uns wiedersehen in einer Woche. Und dann werden wir wahrscheinlich so einiges in Streams gemacht haben. Ne, weil, also, wenn ich jetzt gleich streame, ja, zu meiner Zeit jetzt, ja, also vor einer Woche, dann habe ich ja im Grunde 2 Wochen, bis die nächste Folge rauskommt, ja. Das ist ein bisschen ungünstig, dass ich das nicht sehe. Warum? Die kann man doch gar nicht stacken. Ja, eben kann man nicht. Was war das? 10 und 29. Schön, schön. Können wir schlafen? Ja, hier sind, wie gesagt, hier sind ultimativ krasse Schatten. Was weiß ich, ist egal. Irgendwann werde ich mal. Irgendwann werde ich mal eine vernünftige Sache aufstellen. Falls ihr euch fragt, warum wir so viele Pumpkins haben, das ist ganz einfach. Wir haben einfach Pumpkin Seeds gemacht und die in den Photogenic Insulator geschmissen. Ja, mit Red Photogrow kommen da 4 neue Pumpkins raus. Das war also nur eine Frage der Zeit. Ich habe da immer wieder mal ein Stack Seeds reingeschmissen. Ja, also wir kriegen aus einem Pumpkin 4 Seeds und aus einem Seed 4 Pumpkins. Das macht 16 Pumpkins pro Pumpkin. Das ist also, ne, den ich hier verwerte. Ich meine, das mache ich mit vielen Dingen übrigens. Das mache ich auch mit Cactus und auch mit Sugarcane. Deswegen haben wir davon so viele. Mache ich immer wieder. Ich nehme mir die, dann tue ich den tatsächlich interessanterweise in den dritten hier, der so am schwächsten ist, weil der auch nur 2 Augments haben kann. Anders als der hier, der mittlerweile Resonant ist. Und, oh, der hat erst 3 Augments. Genau. Der produziert, das ist aber auch, der ist automatisiert, der nicht. Ja, das heißt, der hier produziert mehr Strings. Rezepte für Spruce, für Sugarcane und Cactus funktionieren leider nicht, weil die ja aus Cactus entstehen. Das heißt, ich müsste eigentlich, also er versteht nicht, dass ich aus einem Cactus 8 Cactus bekomme. Ja, das ist ja auch logisch. Ich meine, warum sollte er das auch kapieren? Das würde ja alles durcheinander werfen, weil er ja dann denken müsste, ich hätte unendlich Cactus. Ja, komplizierte Geschichte. Wir werden diesen Endcake irgendwo aufstellen, denke ich. Den kann man essen. Ah, den kann man essen. Interessant. Irgendwo, wo wir ihn niemals aus Versehen aktivieren. Und ja gut, es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn wir ins Endgelangen gelangen würden. Wir stellen den als erstes mal hier hin. Ich weiß nicht, ob man den abbauen kann. Da ansonsten haben wir halt ein Problem. So, und damit macht man jetzt Bam, Bam. Bam. Upp, genau, jetzt ist der fertig. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal da drauf klicke, werde ich auch direkt ins End geleitet. Vorher sollten wir aber ein paar Vorbereitungen mal treffen. Wir sollten uns unter anderem mal Arrows holen. Habe ich zufällig schon Arrows? Woher habe ich diese Arrows? Von Skeletten? Die kann ich nicht. Wo habe ich. Ah, ich habe Feather. 2 Stück. Perfekt. Eine davon könnte ich gebrauchen, weil man die, glaube ich, mit Yu-Gi-Oh! Matter weiter. Ich weiß, das ist. Mit Yu-Gi-Oh! Matter ist in dem Fall eine sehr schlechte Möglichkeit. Aber trotzdem. Kann ich aus Feather nicht irgendwie einen Chicken Bait machen? Außer einen Angel Block, den brauche ich nicht. Ich brauche das Chicken Bait. Gibt es das hier nicht? Schade. Scheint es hier nicht zu geben. Aber es gibt Feather Falling. Kann ich da reinschmeißen? Ne? Ja, genau, kann ich. Gut. Einfach nochmal gucken. Ja, ich weiß, wir sind schon wieder bei 15 Minuten. Wir wollten den Enderdrachen besiegen. Naja, gut. Ich brauche einen Bow. Ich weiß nicht, ob ich einen Bow. Ja, ich habe zufällig einen Bow. Okay. Wir machen uns einen neuen Bow. Tatsächlich kann man diesen Bow allerdings enchanten. Und zwar unter anderem mit Infinity. Und ich werde das auch einfach, glaube ich, mal. Ne, ich glaube, wir werden uns diesen Enchanter craften. Wir brauchen einen Bug. Wie macht man einen Bug? Enchanter. Denn diesen Enchanter von X. Ach, den kann man. Kann man. Was kann man mit dem Enchanter machen? Ah, das ist interessant. Das heißt, ich kann einfach. Ah. Ach, damit kriege ich. Mit einem Netherstar kriege ich ausgemaxte Enchantments und damit kriege ich Einser Enchantments. Genau, davon kriege ich noch mehr komische Sachen, die ich nicht brauche. Die sind sogar genauso stark wie ein Apfel, aber mit denen kann ich, glaube ich, irgendwelche. Ja, genau, die. Die brauche ich auch nicht. Naja, wir brauchen diesen Enchanter und dafür brauchen wir ein Buch. Dankeschön. Haben wir noch ein paar Black Patterns, zufällig. Pattern.
Nee, nicht wirklich. Dann machen wir uns doch nochmal ein Steak. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Und dafür brauche ich nochmal Sticks. Machen wir einfach mal 200. Sollte schnell gehen. Und dann nehmen wir uns nochmal hier ein Steak. Ich weiß, das sind aber alles. Jetzt lernt ihr mal, wie das ist, was ich so regelmäßig mache, damit hier einige Dinge zumindest vorhanden sind. Also das hier, ja, da habe ich ein Autocrafting für. Aber die Sawmill bringt halt mehr. Ja, deswegen, ne? Also kann man das auch in der Sagmill? Nee, ne? Nee, kann man zum Beispiel nicht. Ja. Ja, gut, ist ja auch okay. Ne? Die Sawmill macht in erster Linie eigentlich immer 6 Planks daraus. Zum Beispiel hier. Daraus wieder nur eine. Also hier haben wir halt 6 Planks aus einem, obwohl wir normalerweise ja nur. Na, ihr wisst es. Ach, guck, hier gab es schon die Oak Barks. Interessant. Gut. Wir haben ein Buch. Der arbeitet nicht weiter. Gut. Aus dem Buch können wir viele Sachen machen, aber wir wollen den Enchanter. Vielen Dank. Ging ganz gut. Diesen Enchanter stellen wir irgendwo hin, wo er uns behilflich sein kann. Und zwar zum Beispiel hier. Braucht er Energie? Nein. Gut. Wir brauchen, denn hier kann man ja verschiedene Dinge machen. Wir brauchen tatsächlich Infinity. Und Infinity macht man, soweit ich weiß, weil man sich hier aussuchen kann, was man haben will. Looting. Damit kann man Looting machen. Das ist ja praktisch. Aber ich brauche das nicht. Ich kann das leider nicht auf den Dings packen. Unbreaking wäre auch mal ganz praktisch. Und Mending. Ja, gut. Das kostet aber schon echt viel, ne? Ach, krass. Aber bringt das wirklich alles nur Unbreaking 1? Da, Infinity mit Ender Pearls. Oh, ganz praktisch. Wir brauchen. Also, wir brauchen tatsächlich ein paar Level. Wir haben aber auch relativ viele, deswegen, das sollte nicht so das große Problem sein. Pass mal auf, ich werde einfach gleich nochmal einen Zeitraffer machen. Keinen Zeitraffer, einen Cut. Und dann werde ich gleich einen Zeitraffer machen, wie ich den Enderdrachen besiege, weil das ja alles ein bisschen kompliziert wird hier. Ich brauche jedenfalls Ender Pearls und Labbies. Labbies. Labbies, vielen Dank. Und ich brauche ein bisschen Obsidian. Und ich brauche. Wir können noch einen Zeitraffer machen, eigentlich. Gut. Und ich brauche. Was war das noch? Ein Experience Rod. Die habe ich nicht mehr. Ich habe keine Rod. Habe ich überhaupt irgendeine Rod? Tatsächlich. Was ist das denn? Rod? Ach. Prod. Product. Ich habe kein anderes Product? Interessant. Gut. Aus. In dem Bogen kann ich im Enchanter. Was hatte ich noch gedacht? Mending für eine Experience Rod. Aber will ich die wirklich machen? Dankeschön. Hier haben wir auch eine Experience Rod. Und jetzt gehe ich darüber, hol mir XP. Und das wird ein Zeitraffer. Bis gleich.
Nee. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Also, es ist. Ihr habt das eventuell gerade gesehen. Ich fliege hier die ganze Zeit hin und her, reg mich auf, dass ich keine Jetplane habe, weil ich viel zu langsam bin. Ja. Einfach nur, um dieses blöde Infinity zu bekommen, nachdem ich gemerkt habe, dass ich diesen Enchanter nicht nutzen kann, weil ich keinen Black Dye habe und auch keinen Zugriff darauf, weil ich keine Squids bekomme. Oder weil ich dann erstmal irgendwie Squids bekommen müsste. Ja. Und Black Dye kann ich auch nicht bekommen. Das heißt, ich kann nicht mal ein einziges Enchanted Book bekommen, anders als diese vermaledeiten Feathers, die ich dann mit Yu-Gi-Oh! Herstellen müsste. Ich habe mittlerweile vier Bows von nur Power 1, was überhaupt nicht sein kann, weil ich weil dieser Enchantment Table da hinten auch viel zu krass dafür ist, um die ganze Zeit nur Power 1 zu machen. Und mittlerweile. Nee. So. Und was ich jetzt machen werde, ich werde mir hier den krassesten Bogen nehmen. Das wäre in dem Fall dieser hier. Und dann werde ich einfach mal keine Lust mehr haben, glaube ich. Also dann tue ich die einfach mal da rein. Dankeschön. Ziehe gleich mal den Kürbis auf und dann muss ich mir halt Arrows mitnehmen. Ich kann mir keine Arrows mitnehmen, weil ich keine. Spectral Arrow, ja gut, da bringt ja. Ja gut, die könnte ich dann vermehren, ne? Aber machen die mir weniger Schaden? Broadhead Arrow. Ich brauche keinen. Ach du meine Güte. Explosive Arrow. Ender Arrow. Ja, ist ja alles aus Arrows. Ich weiß nicht, wie man einen Arrow hier macht. Arrow. Der braucht alleine schon einen Arrow Shaft, einen Arrow Head und ein Fletching. Und davon muss ich so viele Teile machen. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wie, war. Ihr seht das gerade. Eventuell, wie kompliziert das ist. Oh Mann, ey. Nee. Wir töten jetzt gleich den Enderdrachen mit Bravour, weil ich ein Jetpack habe. Was ich übrigens auch mal upgraden kann, weil ich. Also, ne, so. Ich brauche mal kurz zwei Innervation Dynamos. Nein. So. So, warum habe ich keine Redstone? Oh, scheiße. Okay, das hat überhaupt nichts gemacht. ich habe gerade ein paar Redstone Transmission Coils gecraftet. Ich habe natürlich auch keinen. Ja, genau, ist ja klar. Ich habe natürlich nicht mal einen von da. Einen von da. Einen von da. Das ist der. Okay. Einen von da. Vielen Dank. Davon hatte ich. Ich dachte gerade, ich hätte gerade. Aber welcher Flux-Capacitor war das denn? Okay. Gut, wir nehmen. Ach, verdammt. Ja, gut, ist gut. Wir brauchen aber nur einen, ne? Hoffentlich. Ja, gut. So, damit hätten wir schon mal das meiste. Jetzt brauchen wir noch einen Resonant Thruster. Dafür brauchen wir noch den hier. Und um einen Resonant Thruster zu machen, dafür brauchen wir das. Dafür brauchen wir das. Und davon kann ich aber dann das machen. Zack, zack. Piff, puff. Puff. So. Zack, zack. Ach, der verbraucht. Warum verbraucht der Strom? Wofür verbraucht der Strom? Was lädt der gerade? Der sieht gerade stark so aus, als würde er Strom verbrauchen. Warum ist der überhaupt active? So, danke. Also nochmal aus dem kann ich dann die mit ein bisschen Destabilized Redstone. Wie viel habe ich denn davon noch? Sag mir bloß, ich habe noch ein bisschen Destabilized Redstone. Gut, natürlich nicht. Leute, 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 das kann ja echt nicht wahr sein hier. Wie lange diese Folge braucht. Also. Oh Mann. Wirklich. Okay, es ist das Ende. Und ich habe eigentlich noch mal mehr vor heute. Ne? Ich wollte euch eigentlich noch erklären, darüber aufklären, wie es hier weitergeht. Okay, das mache ich vielleicht in einer anderen Folge. Ich sage es euch dann gleich grob. So, ansonsten stehen wir hier ja morgen noch. Und darauf hat ja von euch auch keine Lust. So, gib mir bitte mal 10. Na gut, dann halt nicht. 10 bitte, danke. Ich glaube, wir brauchen nämlich 10, weil eins davon glaube ich nicht Induction Smelter, Magma Crucible, 100 Millibuckets macht. Und ich ja 1000 Millibuckets brauche. Perfekt.
Zack, fertig, bumm. Warum arbeitet er noch? Oder warum tut er so, als würde er arbeiten? Zack, danke, fertig. So, nochmal, zack, puff, piff. Die kann man nicht stacken, oder? Doch, kann man stacken, okay. Wo ist mein Enderium? Warum ist mein Enderium schon wieder weg? Warum? Warum habe ich jetzt auf einmal kein Enderium mehr? Also, Enderium Base, zack, Theum, zack. Ich brauche genau genommen nur 8. Und Enderium Base habe ich auch noch so ein bisschen was. So, jetzt macht er mir noch mehr Enderium. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, ich mache das alles als Zeitraffer am Ende. Ach, egal. Gut, so, hier hätten wir noch mehr Enderium. Was jetzt, warum? Hier ist ein Acceleration Card drin. Ich kann gar nicht mehr. Oh, ich habe kein Jetpack mehr. Das sollte ich, da sollte ich dran denken. Gut. Also, nochmal. Kann ich den jetzt? Bitte. Bitte? Wo ist mein Jetpack? Wo ist mein... Was zur Hölle? Thrust, das ist kein... Thruster ist ein Fluxpack. So, dankeschön. So, was... Das sind doch Thruster, ja, ne? Die heißen tatsächlich Thruster. So, das hier ist jetzt das... Was der Jetpack was gibt. So. Aus dem machen wir zumindest mal Signalum. Und Enderium. Ach, der ist. Wollen die mich eigentlich alle verhunepipeln gerade? Gut, dann benutze ich halt jetzt den. Gut. Das ist alles sehr kompliziert hier, ne? So, den können wir schon mal anziehen. Das ist auf jeden Fall schon mal. Oh, verändert sich da das noch? Ja, ne? Ja. Langsam sinke ich noch nach unten, aber... Oh, müsste ich überlegen. Im Grunde genommen ist das sogar 2 Stufen höher, aber naja, gut. Also, das hier ist alles sehr kompliziert. Bitteschön, lad dich auf, bitte. Möglichst schnell, bitte. Das Ding ist, der kann nur 20.000, der könnte 50.000. Wir brauchen langsam auch neue Capacitor-Panks. Darum können wir uns aber komplett im Stream. Ich bin froh, wenn ich hier langsam mal streamen kann gleich. Nachdem ich das End gemacht habe, in dieser Folge. Ich weiß nicht, was in dieser... Es tut mir sehr, sehr leid. Aber ich weiß wirklich nicht, was mit dieser Folge vermurkst ist. Sehr komisch. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Gleich ist die Capacitor-Bank leer. Und dieser Flux-Capacitor ist erst zur Hälfte gefüllt. Ja, ja. Gut, wie gesagt, wir brauchen mal Vibrant. Aber das Ding ist in... Ja, der verliert weiter, ne? Ja. So, gut. Ich denke, der ist ausreichend gefüllt. Der hat alleine jetzt schon 14 Millionen. Das ist mehr als unser vorheriger Flux-Capacitor. Ich kann mit diesem Bogen noch nicht schießen, weil ich mich immer noch nicht um die Arrows gekümmert habe. Boah, ist der schnell, ey. Oh, es macht ja richtig Spaß. Oh, macht das Spaß. Hallo? Aber, danke. Der hat nur 61%. Warum hat der nur... Achso, der ist nicht aktiv. Zack. 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 Danke. So, jetzt hält er... Upsala, jetzt lädt er sich so langsam so ein bisschen auf. Und der hier verliert wieder ordentlich, weil alleine der kann schon 20 Millionen EF. Denn alleine der kann schon 20 Millionen EF, aber ja. Der Flux-Capacitor geht hier gleich wieder leer. Guck mal, wenn der unter 9 Millionen ist, dann hat er nicht mehr so viel wie mein vorheriger Flux-Capacitor. Wir müssen uns im Stream um so einige Sachen kümmern. Ja, das ist richtig. Ah, gleich ist er voll. 98, alleine 99. Sind ja schon, was weiß ich, wie viele Millionen. Gut. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo sonst noch zufällig... Ey, dieser... Ey, das ist Jetpack, ne? Macht ja immer richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob wir... Ja gut, gib ihm, komm. Wir saugen ihn direkt nochmal leer. Perfekt. So. Jetzt geht es aber ab ins End. Nein. Arrows. Davon kriegen wir direkt auch 4, ne? Im Grunde genommen brauchen wir eigentlich nur mehr Skelette, ne? Ah, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment, Moment, Moment. Kann man die zufällig auch mit... Achso, noch, nee, warte. Aber die droppen nur bei Skeletten. Verdammt. Ich glaube, die droppen hier hinten. Ja gut, die haben ja auch keinen Arrow, ne? Die haben ja auch keinen Bone. Schade. Ansonsten hätte es sein können, dass hier hinten eventuell irgendwelche Arrows sind. Aber ich fürchte, das ist nicht der Fall. Und auch sonst können wir den Enderdrachen mit nichts, glaube ich, abschießen.
was wirklich krass ist. Also müssen wir im Nahkampf. Ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll, aber naja, nee, doch, das eigentlich, ich glaube, das könnte schon hinhauen. Man kriegt ihn ja mit dem Bogen runter. Ne? Der hat ja auch Unbreaking, also alles gut. Ich sollte nur langsam, ich sollte nur Arrows craften können. Das Ding ist, ich habe keine Feather. Zwei Stück genau genommen. Und ich fürchte, mit 25 Arrows kommen wir nicht besonders weit. Und auch da hilft mir mein Dust nicht. Und ich muss schon wieder schlafen. Eieiei. Meine Güte. Pass mal auf. Kurze 15. Wir sehen uns wieder, wenn dieser Enderdrache sowas von tot ist. Dankeschön. Bis gleich. Ja, Mann. Der Enderdrache ist tot. ich habe das jetzt. Ich hoffe, sie sah das im Zeitraffer. ja. Das war's. Da ist das Enderdrachenei. Auf das war ich aus. Ich habe natürlich kein Pisten mitgebracht. Das war ein bisschen ungünstig, ehrlich gesagt. Hier liegen einige Enderperlen aus irgendeinem. Achso, ja, gut, weil der die Endermänner getötet hat, ne? Gut. Hier gibt's tatsächlich auch. Oh, ich glaube, hier ist auch noch irgendwer wütend auf mich. Kann das sein? Nicht? Na gut, dann. Also, hier ist der ein oder andere Man. Enderman. Verreckt. Tatsächlich. Und wir haben hier etwas sehr Interessantes, was auch immer das sein mag. Wir haben 77 Level. Auf einmal. Das ist eine Infinity Booster Card. Oh! Oh,
Das ist nicht schlecht, ja, doch, das kann man mal so einmal Rechtsklick gemacht und geschaut, wo es hin ist. Wo auch immer, da ist es hin. Da müssen wir es dann irgendwann wegholen. Mit einem Pisten und zwar nach Möglichkeit direkt. Aber erstmal haben wir ein Achievement geschafft. The End, the End. Das war noch nicht die Folge. Keine Ahnung. Ja, doch, eigentlich. Weißt du was? Das war die Folge. Den Rest könnt ihr euch selbst zusammenreimen, wie es weitergeht. Wenn ihr später kommt, dann könnt ihr die nächsten Folgen gucken, wenn ihr jetzt schon da seid. Guckt die Streams. Das war die Folge. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Das war eine der längsten Folgen. Und sie war nicht interessant. Sie war nicht wirklich interessant. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis nächstes Mal und. Oh. Ciao. Wir haben das Ende. Das ist okay. Wir haben gerade Folge 200 oder so von dem Let's Play von Spike und Kev nachgeholt. Schönen Tag noch.